Herzlich willkommen auf dem Kanal The New Age Gaming. Gaming heißt, wir sind in FIFA 23 und wir kommen heute in der heutigen Folge zum Pack Opening der Weekend League Rewards. Deswegen schaut euch unbedingt dieses Video an. Das sind die letzten Spiele der Weekend League Rewards, um sehen zu können, wie wir am Ende noch gespielt haben und auch noch die vorherige Folge beziehungsweise alle drei Folgen, wie die ganze Weekend League lief. Also erst das und dann könnt ihr hier aufs Pack Opening zurückkommen. Und ich blende euch jetzt hier noch das Team der Woche ein. Wie gesagt, wie ihr seht, ist jetzt nicht sonderlich geil. Das Einzige ist Sadio Mané, Bentancur, die eventuell noch ein bisschen was wert sind. Deswegen werde ich auch das TDW-Set nicht aufmachen diese Woche, weil es sonst Crap ist. Ne? Aber bevor wir reingehen, abonniert den Kanal, lasst ein Like da und schreibt in die Kommentare erstens, was ihr noch an FIFA-Content sehen wollt, zweitens, was ihr noch gezogen habt und drittens natürlich, was für Träume und Wünsche ihr im Leben habt. Denn das ist meine Intention mit diesem Kanal, eure Lebensträume wahr werden zu lassen. Denn ich glaube, wenn ihr diese erlebt, dass ihr eine andere Energie nach außen strahlt und desto mehr Menschen es machen und diese Energie nach außen strahlen, glaube ich, dass wir eine glücklichere, zufriedene und selbstliebende Gesellschaft haben. Und ich glaube, das brauchen wir, damit wir uns wieder mehr unterstützen, andere mehr helfen von reinem Herzen und nicht um irgendetwas haben zu wollen daraus. Und jetzt gehen wir dann nämlich rein. Wie ihr seht, 56 von 60, Rang 5 mal wieder erreicht. Und Rang 5 Finals Rewards sind die 3 Player Picks. Mit 5 Auswahlobjekten, ein seltenes Spielerpack, ein ultimatives Pack und ein Premium Team of the Week Pack, was wir nicht aufmachen werden, und 30.000 Münzen. Und dann gehen wir in die Player Picks. Natürlich Player Pick und Mané wäre geil, ne, aber sonst erwarte ich da ehrlich gesagt nicht viel. Und wir haben ja auch eine Vergangenheit mit Mané, schaut hier rein in dieses Pack Opening. Und ich würde sagen, in 3, 2, 1, let's go. Junge, aber ich glaube, ich habe fast nur die Besten aus dem Team. Ich habe Mané, ein Kobel 85, ein De Vrij 86. Ich glaube, Bentancur ist auch 86. Ne? Ich glaube, ich habe schon fast die Besten überhaupt hier gezogen, Junge. Aber wir nehmen einen Sadio Mané, denn... Deswegen schaut euch unbedingt dieses Pack-Opening an, was ich eben verlinkt habe. Wie viel Glück wir schon mit Mané hatten. Und Mané ist halt unser Glücksbringer. Deswegen erscheint er hier auch nochmal in Rot. Let's go. Let's go, Junge. Let's go. Junge, Junge. Ne? Und dann würde ich sagen... Hoi, 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 90er Wertung, sexy. Und in 3, 2, 1... Come on, let's go. Ja, das habe ich dann schon eher erwartet, ne? Ja, ich denke, wir nehmen hier den High-Weighted, also die Reihe Innenverteidiger. Ja, 70 Pace ist jetzt nicht so. Ne? Und der letzte Player-Pick in 3, 2, 1. Let's go. Show it to me, show it to me. Alright, Kandreva als Setem. Batshuayi. Ja, ich denke, ich nehme Batshuayi. Oder High-Rated. Ich nehme Batshuayi. Die gute alte FIFA 22 oder 21 Zeit, wo der richtig rasiert hat. Weiß ich noch, den hatte ich damals in meinem Starter-Team, Junge. Der hat so rasiert. Das war crazy. Deswegen, mit dem Feeling gehe ich mit ihm mit. Ne? Deswegen... Aber wie gesagt, Player-Pick schon mal richtig geliefert mit Mané. Generell die Auswahl, die wir mit Mané hatten. Noch ein Kobel 85 und ein De Vrij 86. Das war fast das Beste vom Team der Woche überhaupt. Also, weiter geht's. So, und dann gehen wir natürlich nochmal in die Ziele rein, ob es da irgendwas Neues gibt. Aber es ist nur der tägliche Bonus. Ja, also nichts Besonderes. Und dann... Gehen wir in den Shop rein
Und um uns ein bisschen aufzuwärmen, würde ich sagen, machen wir hier noch das Gold-Vorschau-Pack auf in 3, 2, 1. Ja, vielleicht, ne? Man weiß ja nie, was da sonst noch drin ist. Ja, Non-Wear, also ist da nichts drin. Ne? Genau, brauchen wir also nicht. Aber jetzt gehen wir in die Packs rein. Wie gesagt, TDW-Set machen wir nicht auf. Das heißt, wir haben nur ein seltenes Spieler-Pack und ein ultimatives Pack. Und ich würde sagen, wir gehen in das seltene Spieler-Pack in 3, 2, 1. Puh, come on. Das wird nochmal richtig knallen, Junge. Richtig knallen. Serbien Sturm. Ist es Serbien? Vlahovic. Und das ist Slowakei. Darwin Nunes war mal was wert. Vlahovic, naja, durch Rating 4K, der nichts mehr. Ja, sonst haben wir auch nichts. Alle auf die Transferliste. Damit wir Coins für unser nächstes Team dann eventuell holen. Und jetzt noch das ultimative Pack. Lass es ultimativ werden. Damit haben wir schon crazy Erfahrungen. Also 3, 2, 1. Come on. Let's go, let's go, let's go. Oh, das sieht nach einem Walkout aus. Portugal? Portugal. Ja, da war kurz jemand anderes im Spiel. In meinen Gedanken. Bei ZM dachte ich, okay, nicht. Aber dann hatte ich wirklich kurz gehofft, dass es eventuell Bruno Fernandes ist. Wie gesagt, weil Bernardo Silva ist, glaube ich, der schlechtere ZM im Vergleich zu Bruno Fernandes. Aber Junge, trotzdem Walkout ist. Ja, da erwähnen wir den Bruno Fernandes, ne? Und dann haben wir wieder zwei Walkouts in einem Pack. Junge, Junge, Junge. Alter Schwede. Crazy, Junge, crazy. Bruno Fernandes haben wir jetzt auch am Stissel. Nice 16K ist sogar die Sache. Weil ich plane, ich habe schon im Kopf irgendwie ein nächstes Team, dass ich es sogar plane, dass ich zwei ZMs nutze und einen, wie gesagt, einen defensiven Abräumer, aber vielleicht mit Lengthy hole und dafür aber auf der zweiten Position nicht nochmal so einen Brecher hole, sondern halt einen offensiven Mittelfeldspieler. Und da ist natürlich Fernandes eine Option. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ob ich ihn wirklich verkaufen werde. Natürlich habe ich im Hinterkopf, sag ich mal, De Bruyne zu zocken, der wäre halt nochmal crazier als Fernandes. Ne, aber ja, crazy, crazy. So, deswegen behalte ich Fernandes erstmal. So, aber bei den Duplikaten haben wir jetzt auch nichts mehr. Wobei Rodrigo ist ja noch was wert, aber ich glaube nicht, wa? Na, 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 na. Nice, aber dann war das Pack-Opening ja sogar noch richtig geil. Junge, ich habe mit Schlimmeren gerechnet. Wie gesagt, Mané als Player-Pick und das ultimative Team hat wieder ultimativ abgeliefert. Wieder zwei Walkouts in einem Pack. Dabei noch der Portugiesen-Hype. Bis dann ZOM kam, weil Ronaldo wäre ja noch besser gewesen. Aber dann redest du darüber, dass Bernardo Silva der schlechtere ZM Portugals ist und du lieber Fernandes gehabt hättest und dann ist der Fernandes da auch noch im Pack drin. Also, die Geschichten kannst du nicht schreiben, genauso wie mit Mané, Junge. Wie wir Mané Wants to Watch am Anfang gezogen haben und Mané verfolgt uns halt, der ist halt unser Buddy im Herzen, deswegen Grüße gehen raus an Mané, bester Mann. Und wenn euch dieses Pack-Opening gefallen hat, also mir hat es richtig gut gefallen, ich hoffe euch auch, dann abonniert den Kanal, lasst ein Like da und schreibt in die Kommentare, erstens, wie waren eure Weekend League Rewards und welchen Rang habt ihr natürlich erreicht? Habt ihr das TDW-Set auch aufgespart? Und vielleicht habt ihr auch Mané drin gezogen, man weiß ja nicht, ne? Und
Schreibt das in die Kommentare und natürlich, was eure Träume und Wünsche im Leben sind. Denn darum geht es auf diesem Kanal. Also unbedingt in die Kommentare schreiben. Und ich sage zum Schluss wieder, welcome to the new age. Schaut euch dieses Video noch an und ciao.